Thomas Saboesteghas gegen Christie's Wolfsburg. Zweiter gegen Vierter, ein Spitzenspiel am 43. Spieltag der DEL. Jerry Kuhn, der Torwart der Christie's Wolfsburg. Zwei Siege in Folge in dieser Hauptrunde für die Wolfsburger. Zwei Shutouts für Jerry Kuhn. Also die Nürnberger wissen zuletzt gegen Wolfsburg nicht, wie es mit dem Toreschießen geht. Aber in dieser Partie ein guter Start für die Thomas Saboesteghas. Erste Chance. Nach genau 43 Sekunden, Mitchell setzt sich dann der blauen Linie durch und dann Kuhn mit seiner ersten Parade. Wolfsburg mit zwei Niederlagen in Folge, Nürnberg sogar mit drei Niederlagen in Folge, aber weiter offensiv die Thomas Saboesteghas. Erst Fox mit dem Schuss, dann noch einmal Mepus und Fox, der abfälscht, allerdings ans Außennetz. Die besseren Möglichkeiten im ersten Drittel für die Ice Tigers, allerdings 0:0 nach 20 Minuten. Das zweite Drittel und Wolfsburg im Vorwärtsgang, aber guter Einsatz von Reimer. Einmal, zweimal und dann Elis, der Riefers, die Scheibe klaut und die Chance hat auf 1:0, wischt aber über den Puck und dann der Rückhandschuss gehalten von Kuhn. Hier Reimer gut gegen Weiß, dann Riefers, der den Puck nicht an Elis vorbeibringt. Ja, und der hat seit 10 Spielen nicht getroffen und vergibt auch diese Chance. Reimer ja vorher schon mit einem guten Einsatz. Hier wieder Patrick Reimer. Starke Arbeit gegen Karatschun. Und dann sprintet er der Scheibe hinterher. Zetbina unter Druck. Busasch kommt mit dazu. Busasch auf Elis. Elis mit dem 1:0 für Nürnberg. Hier nochmal Reimer mit dem tollen Einsatz. Gibt die Scheibe nicht verloren. Und dann kann eben Busas, der auch schon in den letzten Partien gute Vorlagen gegeben hat, diesen Pass auf Elis spielen. Und ja, nach 10 Spielen ohne Tor macht er seinen Treffer. Und Jerry Kuhn war ein bisschen sauer auf Mulock. Deswegen, der fälscht hier die Scheibe ab. Trudel Puck. Und der schlägt dann ein zum 1:0 für Nürnberg. Rob Wilson hatte Yasin Elis vor dem Spiel gesagt, mehr schießen. Und Elis macht das. Er schießt. Und trifft. Aber Wolfsburg natürlich nie abzuschreiben. Scheibenverlust Mitchell und Krebs mit der Konterchance. Krebs, Treutle zum ersten und zum zweiten. Pariert auch den Nachschuss von Fabio Pfohl. Kamil Krebs beim 1:0-Sieg. Der Wolfsburger im letzten Auftritt in Nürnberg der einzige Torschütze. Und dann Pfohl, Treutle, der statistisch beste Goalie der Liga. Bis dahin nicht zu bezwingen. Der Schlussabschnitt. Und natürlich Konter für die Nürnberger. Dupuis nach dem Pass von Elis. Super rausgespielt hinten vom Torschützen von Yasin Elis. Wolfsburg musste natürlich ein bisschen aufmachen. Und Dupuis testet Kuhn. Beide Goalies mit guten Leistungen. Mitte des dritten Drittels. Nächstes Beispiel dafür. Treutle gegen Fauser. Niklas Treutle weiter zu 0. Hier Fauser, der Reimer wegschiebt und dann diese Scheibe aufs Tor bringt, aber nicht vorbei an Niklas Treutle. Die letzten 1,5 Minuten. Jerry Kuhn geht runter vom Eis und Wolfsburg probiert es mit 6 Feldspielern. Haskins auf Kamil Krebs. Ein Haken, ein Schuss und das Tor. Das 1:1. Kamil Krebs, 10. Saisontreffer. Gut gebracht, der Puck von Tyler Haskins. Und dann Nürnberg einmal defensiv nicht aufmerksam genug. Krebs vorbei ans Deckel. Der Schuss ist hart und platziert ins kurze Eck über den Schoner von Treutle hinweg. Der war schwer zu halten. Also die Nürnberger, die ja in den letzten beiden Halbfinals gegen Wolfsburg jeweils ausgeschieden waren. Kurz vor Schluss mit diesem Gegentreffer, dann aber in der Verlängerung. Aronson auf den guten Patrick Reimer. Reimer nimmt Tempo auf. Yasin Elis, Game Winner in der Overtime. Doppelpack, Yasin Elis. Seine Saisontore 5 und 6. Einfach mit Tempo hinten rausgespielt über Aronson und Reimer. Ja, und dann wieder ein Schuss aufs kurze Eck, der Jerry Kuhn auf dem falschen Fuß erwischt. Yasin Elis, der Matchwinner in einem umkämpften, sehr umkämpften Spiel. Ja, ich denke, die Spiele gegen Nürnberg haben mittlerweile Derby-Charakter. Es war eine ganz schöne Strecke dazwischen, aber ja, wir haben uns jetzt sehr oft getroffen in den letzten Jahren. Ja, es sind immer heiße Kämpfe von zwei sehr guten Mannschaften, denke ich.
und die machen immer Spaß. Wir waren dann wieder gut gestanden, so wie das ganze Jahr schon, aber ab und zu gab es dann schon große Chancen. Es ist aber nicht so angenehm, wenn man nicht so viele Schüsse aufs Tor hat und dann eben dann mal so größere Chancen kommen. Aber ja, wir haben es heute wieder gut gemacht und verdient gewonnen. Nürnberg defensiv wieder stark und vorne richtet halt Yasin Edels mit seinen zwei Toren. 2:1 nach Verlängerung gegen Wolfsburg. Damit bleibt der Rückstand auf Spitzenreiter ERC Red Bull München gleich. Nürnberg weiter Zweiter. Wolfsburg verliert zum dritten Mal in Folge.